Jo Leute, willkommen bei einer Runde Monster in the World. Ich habe ein bisschen gesuchtet, so nachdem ich sogar 3 Wochen oder so eine Pause gemacht habe. Fehlt mir noch eine optionale Quest. Und in dieser optionalen Quest schalten wir Regenbogenpigment frei, also die Regenbogenfarbe für die Rüstung. Das würde ich in diesem Video machen. Vergiss es zuerst nicht, Idiot. Wir haben hier 25 Minuten Zeit, 4 Monster zu töten. Ich hoffe, ich habe alles vorbereitet. Die Monster haben zwar alle viel weniger Leben als sonst, aber dafür sind 3 unglaublich nervige Monster dabei, nämlich Urugan, Diabolos und Rathalos. Sind alles 3 ziemlich harte Nervensägen. Das hoffe ich einfach, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht. Ich glaube auch Hardcore auf Damage, damit es so schnell wie möglich weggehen kann. Ich bin übrigens Bone Main. Meine Rüstung. Ne, hier sind meine Stats erstmal. So. Okay. Und die Rüstung. Gib mir den Info da. Ich bin jetzt Zenogiva-Rüstung. Ein Health Booster und Vitality Mantel. Wir haben eigentlich eine ziemlich gute Kombination entwickelt. Attack Charm 3. Aber ich krieg keine Attack Dings. Attack Decorations. Ich habe bis jetzt maximal einen. Das heißt, ich bin mit Attack auf Level 4. Was jetzt nicht wirklich so krass ist. Wenn man denkt, dass ich so weit im Game bin. Früher war halt alles besser. Sind alles Synergy, Divinity, Attack Boost, Flinch Free 3, Defense Boost 2, Flight Resistance 2, Power Prolonger 2, Thermal Resistance 1, Fire Resistance 1, Kutige Boost 1, Heartbreaker 1, Fortifier 1, Resist Kite, was ist das? Achso, das. Free Meal 1 und Non-Elemental Boost 1. Ich weiß nicht, warum ich das drin habe. Ich habe Synergy Bogen, das bedeutet Drachen Damage. Egal, ich habe hier nichts Besseres. Also, seit die Quest zu starten, ich werde mich jetzt muten. Und hoffentlich werde ich es First Try schaffen. Wenn ich dir will, ist es eine sehr lange Folge.
Alter, ich hab's geschafft. Holy shit, das war knapp. Aber ich hab's geschafft. Holy fuck. Zwei Platten hintereinander, what the fuck? Ah, nice. Welch wunderschönes Video. Ich nenne es 4 gegen Pixel. Stimmt. Oh Gott, was anstrengend. Oh. Ich glaube, es wäre knapper gewesen. Ne? Hätte ich nicht zweimal den Dragon Knight aktivieren können. Ja, dann fehlt mir noch sogar 300 Leben und so. Und hätte ich den Stein getroffen, wäre es auch viel schneller gegangen. Ich habe auf jeden Fall viele Fehler gemacht. Aber am Ende seht nur, dass ich es geschafft habe. Holy shit. Ich habe auch gemerkt, dass ich richtig wenig Damage mache, aber richtig wenig. Obwohl ich sogar sehr viel auf Angriff gegangen bin, Angriffsboost genommen habe und so. You can now choose Rainbow Color for the Armor Figments. They can be selected from the item box. Easy. Und meine Katze ist anscheinend auch schon Max Level geworden. Wie auch immer. Oh. Jim J. Porgas. Aber Hardcore Jim J. Porgas. Eigentlich habe ich gehofft, dass es schneller geht. Ah, ist okay. Nice. Aber das fühlt sich richtig gut an. Dachte schon, wie schön die Rainbow Color ist. Dieser Farbwechsel. So schnell. Warum geht es nicht schneller? Congratulations, completing the White Winds of the New World. The fifth is supposed to be the Commission's Fair Winds Ride. Well, no one will contend your force of nature. You have tamed the master of every corner of the continent in record time. And you've certainly earned my respect. Congratulations, you are truly our wind of hope in the New World. Was? What the fuck? Na gut, ich sag mal, das war's. Bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream, eher gesagt. Ciao.